Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 94, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90. Bitte macht es mal das da frei. Das ist nämlich keine Theke, sondern es ist die Barriere. Ich warte jetzt, bis alle weg sind dort. Das gilt auch für Abgeordnete und für Staatssekretäre. Ich rufe auf Top 94, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Gesetzbuches und andere Rechtsvorschriften. Die genannten Drucksachen sind aus 1963-29, 62-66 und 54-72. Berichterstatterin Frau Kollegin Bächle-Scholz, Sie haben das Wort. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, der LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf in der Fassung der zweiten Lesung in dritter Lesung anzunehmen. Danke schön. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat bitte. Das klären wir im Ältestenrat. Gibt es eine gute Begründung dafür? Dass Sie es jetzt erst merken, ist eine andere Fragestellung. Geschäftsordnung, Herr Kollege Rudolph. Der Gesetzentwurf der SPD hatte die Drucksachennummer vor dem Gesetzentwurf von CDU und GRÜNEN. So war bisher auch das in der zweiten Lesung. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert, warum Sie anders verfahren. Aber jetzt ist der CDU-Gesetzentwurf aufgehoben worden, und dann kann darüber jetzt. Sehr geehrter Herr Rudolph, ich stelle fest, ich gehe nach der Tagesordnung vor, und wir haben im Ältestenrat keine andere Reihenfolge beschlossen, als wie ich es hier vornehme. Das ist die Tatsache. Deswegen überlegen Sie, ob Sie vielleicht vergessen haben, eine Änderung der Reihenfolge zu beantragen. Herr Rudolph. Herr Präsident, ja genau, Herr Kaufmann, der Abgeordnete Kaufmann hatte völlig recht nach der Drucksachennummer. Wir hatten am Dienstag die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der SPD, danach die zweite Lesung des Gesetzentwurfs von CDU und GRÜNEN. Dann gab es die Ausschussberatung, wo zuerst über den Gesetzentwurf der SPD abgestimmt wurde, dann über den der CDU. Und deswegen frage ich jetzt, warum die Reihenfolge geändert wurde. Herr Berliner zur Geschäftsordnung. Dadurch lösen, dass wir in eine verbundene Debatte eintreten. Wir hatten ja mehrfach versucht, in der PG-Runde und auch im Ältestenausschuss hier eine verbundene Debatte zu einem gleichlautenden, mehr oder weniger gleichlautenden Thema hinzubekommen. Vielleicht kann man das ja noch machen, wenn die SPD. Wir würden das tun. Aber ja. Dann hätten wir nur zweimal den Herrn Feldmann zitiert. Meine Damen und Herren, ich werde dem Parlament einen ausführlichen Bericht in den Vorgang auch im Ausschuss mitteilen, denn der Ausschuss legt letztendlich auch die Drucksachennummer vor. Herr Frömmrich, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich würde dann aber auch bitten, dass wir dann den Vorgang diskutieren, wie der Gesetzentwurf der SPD überhaupt nach den Beratungen des Ältestenrates auf die Tagesordnung gekommen sind. Der Ältestenrat hatte sich auf eine ganz andere Tagesordnung verständigt. Da war dieser Gesetzentwurf gar nicht vorgesehen. Da war dieser Gesetzentwurf nicht vorgesehen und auch von der SPD nicht angemeldet. Die Tagesordnung sah anders aus. Dann ist durch Intervention von Herrn Rudolph dazu gekommen, dass der auf einmal auf der Tagesordnung stand, obwohl wir im Ältestenrat etwas anderes beschlossen hatten. Wir haben uns dann in der PGF-Runde bereit erklärt und gesagt, okay, das kann ja mal passieren. Wir nehmen den Gesetzentwurf, weil er sinnzusammenhängend auch passt. Wir nehmen ihn drauf und haben ihn dann so platziert, wie es die Drucksachennummer war. Ich wollte nur daran erinnern, wenn man die Geschichte erzählt, dann bitte ich auch, dass man die gesamte Geschichte erzählt. Vielen Dank. Herr Rudolph, dazu noch einmal. Komm auf. Wie so oft bei Herrn Frömmrich nah an der Wahrheit, aber eben nicht richtig an der Wahrheit. Wir nehmen uns das Recht, wie andere Fraktionen auch, dritte Lesungen zu beantragen und auch dafür zu sorgen, dass die dann entsprechend dito behandelt werden. Das gilt nicht nur für die Koalition. Meine Damen und Herren, das ist eine
Kann ich jetzt weitermachen? Dankeschön. Dann, Herr Kollege Rudolph, ich stelle mal fest, dass wir in einer sehr außerordentlichen Geschäftsordnungsdebatte sind. Herr Frömmrich, bitte schön. Vom Verfahren her, bitte. Ich habe mich nur noch einmal gemeldet, weil der Kollege Rudolph gesagt hat, dass es knapp an der Wahrheit gewesen ist. Ich erinnere daran, dass wir im Ältestenrat als Koalitionsfraktion darauf hingewirkt haben, dass es Gesetzentwürfe der Koalitionsfraktionen gibt, die am Dienstag gesetzt sein müssen, weil wir eine Dido-Lesung vorgesehen hatten. In dieser Debatte war Herr Rudolph anwesend und im Ältestenrat haben wir darüber geredet. Dort ist von Herrn Kollegen Rudolph die Dido-Sitzung seines Gesetzes nicht angemeldet worden. Die PGFs haben sich dann kollegialerweise in der PGF-Runde darauf geeinigt, das trotzdem zuzulassen. Ich will das hier nur erwähnen, damit es hier keine Geschichtsklitterung gibt und hier nicht unterstellt wird, dass ich nah an der Wahrheit war. Wenn man die Protokolle nachliest, wird man sehen, dass es die Wahrheit gewesen ist. So, gehe ich jetzt davon aus, dass wir trotzdem nach der von mir vorgelegten Reihenfolge vorgehen. Herr Kollege Rudolph. Hinweisen, das gilt für diesen Gesetzentwurf wie für andere. Wir haben gesagt, dass die Fraktion abschließend entscheidet, ob es dritte Lesungen gibt. Das gilt für diese, das gilt für andere, weil die PGF-Runde tagt in aller Regel und nicht immer vor den Fraktionssitzungen. Insofern bleibt es bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Okay, dann werden wir es im nächsten Ältestenrat ausführlich noch besprechen müssen. Dann gehe ich jetzt davon aus, dass wir mit 94 anfangen, mit dem Redner der CDU-Fraktion, Herrn Dr. Bartelt, und nachher mit 95 beginnt der Kollege Merz. Ich rufe auf als erster Redner für den Top 94 Herrn Abg. Dr. Bartelt für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Trotz der eben erfolgten Geschäftsordnungsdebatte. Es bleibt dabei, es ist ein Tag der Freude, dass wir heute dieses Gesetz verabschieden. Für alle Eltern, die kleine Kinder haben, ist der 1. August ein guter Tag. Ja, für alle. Die drei Lesungen im Landtag und die Anhörung haben dies eindrucksvoll bestätigt. Der Besuch des Kindergartens wird für 6 Stunden täglich beitragsfrei. Alle Eltern, die ihre Eltern in den Kindergarten schicken, sparen 5.000 €. Die meisten Kindergärten für 3 Jahre. Alle Eltern. Weil auch diejenigen, die ihre Kinder in die U3-Betreuung schicken, werden ihre Kinder auch einmal in die Ü3-Betreuung schicken. Also alle Eltern sparen 5.000 €, um das einmal rechnerisch klarzustellen. Die meisten Kindergärten werden weitere Stunden beitragsfrei stellen. Ja, also um auch auf die Rechnung noch einmal einzugehen, es bleibt dabei, alle Eltern sparen 5.000 €. Bisher sparten sie durch die Förderung des Landes 1.500 €. Jetzt sparen sie 5.000 €. Es bleibt dabei, alle Eltern sparen 5.000 €. Sie können es rechnen, wie Sie wollen. Die meisten Kindergärten werden weitere Stunden beitragsfrei stellen. Die Landeszuschüsse ermöglichen dieses. Warum? Die Zuschüsse werden pro Wohnsitzkind bezahlt. Es erfolgt eben auch für die 7% Kinder, die keinen Kindergarten besuchen. Das kommt also noch on top. Es erfolgt für Kinder, deren Eltern Hartz IV beziehen, für die das Jugendamt die Elternbeiträge übernimmt. In Großstädten sind das mindestens 10%. Es erfolgt auch für das zweite Kind, für die meist deutlich niedrige Beiträge erhoben werden. In sehr vielen Städten war der Elternbeitrag bislang 135 €. Real
wird also für den besuchten Kindergartenplatz noch mehr als die 135,60 € bezahlt, schätzungsweise 160 bis 180 €. In sehr vielen Städten war der Elternbeitrag unter 135,60 €. Wir haben in der zweiten Lesung diskutiert. Frankfurt, Gießen, Rüsselsheim, aber auch viele kleinere Städte gehören dazu. Deshalb bedankte sich auch der Oberbürgermeister Feldmann bei der Landesregierung. Er sagte, die Zuschüsse reichen aus, um den Kindergartenbesuch für alle Stunden freizustellen. Die Landeszuschüsse reichen aus. Es werden keine Mittel aus dem städtischen Haushalt benötigt. Das ist doch was. Nun zur Qualität der Betreuung. Die Qualitätspauschale wird durch unser Gesetz schrittweise verdreifacht. Die Verwendung erfolgt flexibel. Wir vertrauen den Einrichtungen. Wir sehen aber auch eine Qualitätssteigerung durch die vermehrte Verfügbarkeit von Mitteln für die Eltern. Wer 5.000 € mehr im Budget hat, hat mehr Möglichkeiten, in die frühkindliche Bildung zu investieren. Und wir vertrauen den Eltern, dass sie dies sinnvoll anwenden. Niemand hat in der Debatte oder der Anhörung eine Beitragsfreiheit abgelehnt. Ja, die FDP vielleicht. Die Kritik beschränkte sich im Wesentlichen auf zwei Punkte. Die Oppositionsparteien sagten, man müsste eigentlich noch viel mehr machen. Das ist das Recht der Opposition. Das gönnen wir ihnen. Die SPD hat gesagt, die Idee mit der Beitragsfreiheit hatten wir eigentlich schon vorher. Das gönnen wir Ihnen auch. Wir machen uns erst Gedanken, wie Gelder zu verwenden sind, wenn wir sie haben. Deshalb unsere Entscheidung für Beitragsfreiheit vielleicht etwas später. Aber das sei Ihnen auch gegönnt. Wir können mit der Kritik leben. Auf jeden Fall freuen wir uns heute mit den Eltern, die in der Befreiung von den Elternbeitragen eine erhebliche Belastung ihres privaten Haushaltes haben. Da freuen wir uns mit. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Merz für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Kollege Roth ist vorhin bei seinen Ausführungen bis zu Julius Caesar zurückgegangen. Das hat mich ein bisschen motiviert, auch einen historischen Ausflug zu machen. Ich gehe aber eher in die jüngere Vergangenheit, präzise bis zum 3.2.2016. Es war die 64. Plenarsitzung des Hessischen Landtags, und es sprach die familienpolitische Sprecherin der CDU, die Kollegin Wiesmann, folgende Worte. Wenn man bedenkt, um welche Beiträge, nämlich Kita-Beiträge, es sich handelt, dann ist das insgesamt ein geringer Wert. Man stellt fest, es kann allenfalls ein schmales Segment von Eltern sein, die mit einer weitergehenden Gebührenfreiheit in Hessen bei der Frage der Kinderbetreuung entscheidend gedient wäre. Ganz sicher wäre damit aber den Gutverdienern gedient, die mit vollen Beitragssätzen, die sie zahlen, gerne zur Finanzierung einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung beitragen. Es sagte in derselben Sitzung der Kollege Bocklet von den GRÜNEN. Ich wiederhole, Menschen, die Sozialhilfe empfangen, bekommen die wirtschaftliche Jugendhilfe. Die können also schon einmal nicht gemeint sein. Chancengleichheit besteht, weil Menschen mit ganz geringem Einkommen die wirtschaftliche Jugendhilfe bekommen und Menschen mit geringem Einkommen, das ist eine Doppelung, Hilfe durch gestaffelte Beiträge bekommen. Also ist doch die Frage bezüglich der Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit die, ob ein Platz vorhanden ist, ob die Qualität vorhanden ist und ob die Beiträge so hoch sind, dass man sich die Teilhabe leisten kann. Wir sagen, im Moment kann man immer Freibier versprechen. Es sagte in der Sitzung vom 15.09.2016 wiederum die Kollegin Wiesmann, aber zu ihren Gunsten, nämlich zugunsten der Eltern, quasi Freibier für alle auszugeben, also dass all diejenigen beitragsfrei zu stellen, die diese Beiträge ohne Schwierigkeiten aufbringen können
oder ganz leicht dazu in der Lage sind, ist ein seltsames Verständnis von sozialer Gerechtigkeit. Jetzt kommen wir der aktuellen Lage ein wenig näher, nämlich der 23. Februar 2017. Das war nach unserem Beschluss auf dem Landesparteitag die vollständige Beitragsfreiheit auf der einen Seite und das neue Kita-Finanzierungssystem auf der anderen Seite herbeizuführen. Es sagte wiederum die Kollegin Wiesmann, das hört sich in Verbindung mit den schönen Zielen, die wir teilen, natürlich toll an, aber es ist der falsche Weg. Es ist ein Subventionsprogramm für Gut- und Besserverdienende. Und es sagte dann schließlich, ich könnte jetzt noch stundenlang so vorlesen, es sagte schließlich in der Sitzung vom 31. Mai, das war die 107. Plenarsitzung, erneut der Kollege Bocklet, wir sind aufgefordert, finanzpolitische Schwerpunkte zu setzen. Wir haben sie klar gesetzt. Wir haben gesagt, erst Quantität, denn wir können nur einen Betreuungsplatz kostenlos machen, den es überhaupt gibt. Wir können auch nur die Qualität von Plätzen verbessern, die es gibt. Wir können auch nur die Plätze kostenfrei stellen, die gut sind und die es überall und ganztägig gibt. Deswegen muss man einen Schritt nach dem anderen gehen. Ich stelle fest, dass zwischen dem 31. Mai letzten Jahres und dem 31. August letzten Jahres, als Sie anlässlich einer Landtagsdebatte Ihre Vorschläge vorgestellt haben, sich irgendetwas von mir unbemerkt gebliebenes, bei mir unbemerkt gebliebenes, Revolutionäres in der hessischen Kita-Landschaft getan haben muss, nämlich dergestalt, dass wir innerhalb von drei Monaten plötzlich nicht nur Plätze in ausreichender Zahl an allen Stellen des Landes hatten, sondern auch in einer Qualität und ganztags, die keine Wünsche mehr übrig lassen, sodass wir jetzt zu einem, ich zitiere, Subventionsprogramm für Reiche und Besserverdienende auch aus Sicht der Landesregierung kommen können, was aber eigentlich kein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit ist. So fasse ich jetzt einmal die Debattenlage bis zum 31. Mai 2017 zusammen. Ich habe schon mehrmals gesagt, dass mehr Freude im Himmel ist über einen reuigen Sünder als über 99 Gerechte. Insofern herzlich willkommen auf dieser Seite der Realität, nämlich auf der richtigen Seite der Realität. Nur, wissen Sie, uns vor dem Hintergrund weismachen zu wollen, dass Sie schon immer die Champions der Gebührenbefreiung gewesen seien. Lieber Herr Dr. Bartelt, ich weiß nicht, ob Sie noch eine Großmutter haben. Wenn Sie eine haben, dann versuchen Sie, der das zu erzählen. Aber versuchen Sie nicht, es mir zu erzählen. Das verfängt nicht. Doch, jetzt sind Sie nicht so pinsig, Herr Bellino. Wenn ich Ihre Beiträge immer werten wollte, dann hätte ich viel zu tun. Auf dieser Geschäftsgrundlage, meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass wir die halbgare Regelung bekommen werden, die wir jetzt wahrscheinlich bekommen werden und die Sie historisch zu nennen nicht aufhören. Ich sage, historisch ist nur, dass dieses eine halbgare Veranstaltung ist, unter dem Druck der politischen Konkurrenz der SPD, nicht mehr, nicht weniger, ein Schritt, bestens vielleicht ein halber. Ich habe ja zu Finanzierung und zu dem Ausmaß schon genug gesagt. Ich glaube, dass die Beiträge, die ich vorgelesen habe, die Verlogenheit, das will ich jetzt wirklich einmal sagen, dieses Teils der Debatte hinreichend gekennzeichnet haben. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Bocklet, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN! Trotz meines Vorredners überwiegt die Freude über diesen Tagesordnungspunkt. Sehr geehrte Damen und Herren, heute beschließt der Hessische Landtag nach über 10 Jahren einen großen weiteren Schritt zur Entlastung vieler Tausender Eltern in diesem Bundesland. Bis zu 5.000 € werden Eltern entlastet. Das ist ein großartiger Schritt, ein großartiger Beschluss, sehr verehrte Damen und Herren. In Hessen werden das erste, zweite und dritte Kindergartenjahr bis zu 6 Stunden beitragsfrei. Das ist tatsächlich ein großartiger Schritt. Und wenn man das weiß, dass der letzte Beschluss 10 Jahre her ist, kann man durchaus davon reden, dass das auch ein historischer Schritt ist, weil eine weitere Schritt wird viele Jahre dauern. Da braucht man kein Prophet sein, bis man dort weiter hat. Deswegen hat man nach 10 Jahren darf man in der Politik davon reden, dass das ein Meilenstein ist. Und Sie werden auch merken,
dass das, was wir hier diskutieren auf der linken Seite des Saales, in einer gewissen Blase stattfindet. Wenn Sie die Menschen draußen fragen, zum Teil hat der HR eine Straßeninterviews durchgeführt, die konnten es gar nicht glauben, dass das ab 1. August Realität wird, dass sie um so viele 1.000 € entlastet wird. Das ist eine familienpolitische Entlastung, dass viele, viele Eltern helfen wird. Und das sollte man einfach erst einmal feststellen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor wir ins Kleingedruckte kommen. Was Herr Merz auch vergisst, ist, dass wir 50 Millionen €, ich weiß, dass die SPD mittlerweile in den Milliarden irrwandelt, aber für diejenigen, die sich noch mit normaler, seriöser Finanzpolitik beschäftigen, sind 50 Millionen € unfassbar viel Geld. Mit diesen 50 Millionen € gehen wir in die Qualitätsverbesserung. Die Qualitätspauschale wird verdreifacht in der Endausbaustufe von 100 auf 300 € pro Kind. Das heißt, die Kindergärten können dort selbst flexibel entscheiden. Sie können entscheiden, wofür sie es selbst brauchen, damit sie tatsächlich den Kindern selbst helfen können. Wollen sie es verwenden für Material, für Fachkräftesicherung, für Sprachkurse oder andere Notwendigkeiten pädagogischer Art vor Ort? Wir befähigen die Kitas vor Ort, noch mehr in Qualität zu investieren. Und das zu negieren, so lächerlich zu machen, das zeigt, welch Geisteskind Sie sind. Das ist Ihnen offensichtlich wurscht in all Ihrem Not und Verzweiflung. Und wenn Sie darauf abheben, dass für uns Grüne der Dreiklang, auch für die CDU, der Dreiklang gilt, Qualität und Quantität, dann verschweigen Sie auch die 86 Millionen €, die in diesem Gesetz, die in diesem Haushalt stehen, weil wir weiteren Ausbau machen. 50 Millionen € Qualität, 86 Millionen € Ausbau und in der Endausbaustufe 310 Millionen € Entlastung für die Familien in diesem Land. Das ist nahezu eine Verdopplung der Ausgaben des Landes Hessen für Kinderbetreuung. Das ist ein guter Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. So viel zu unserem Gesetzentwurf. Und jetzt möchte ich noch einmal sagen, all diejenigen, die sich nicht täglich in dieser Diskussion befinden, was war vor 18 Monaten? Der Kollege Merz zitierte den Abgeordneten Bocklet, und ich gebe ihm gerne auch noch meins. Ich war darauf vorbereitet, weil das ist ja, wie sagen die so schön, immer dieselbe Platte, die sie spielen. Da habe ich gesagt, ich betone immer, wir Grüne haben immer gesagt, es ist ein Dreiklang, ein Dreischritt, der zu gehen ist. Ausbau, Quantität, Qualität. Dann können wir auch über die Reduzierung der Elternbeiträge reden, wenn wir über den Länderfinanzausgleich mehr wissen. Sie haben rhetorisch gefragt, Herr Merz. Sie kriegen eine ernste Antwort. Darauf sind Sie wahrscheinlich nicht gefasst. Was hat sich in den letzten zwei Jahren verändert? Es hat sich verändert, dass wir wissen, wie viele Millionen dem Land Hessen zur Verfügung stehen für den Länderfinanzausgleich. Und jetzt können wir es auch ausgeben. Wir können das jetzt ausgeben. Und wir können es jetzt ausgeben, auch deshalb, weil wir festgestellt haben, dass in 45 % der Gemeinden die Elternbeiträge in den letzten Jahren angehoben wurden über die Evaluation der KiföG. Und deswegen wissen wir, dass es einen höheren Handlungsdruck gibt. Deswegen entlasten wir die Familien auch. Und jetzt komme ich zum Ende. Wissen Sie alle hier im Haus noch, was vor 19 Monaten war? Die SPD hat einen Gesetzentwurf eingebracht. Halten Sie sich gut fest, für nur das zweite Kindergartenjahr, nicht alle drei, nur für das zweite. Sie hat einen Gesetzentwurf eingebracht, wo sie noch eine Entlastung wollte für die Kommunen von 100 €, während wir 136 Stunden machen. Und während wir 6 Stunden entlasten, wollte die SPD nur 5 Stunden entlasten. Ihr Entwurf war grottig im Vergleich zu dem, was wir heute hier festlegen. Das ist die Wahrheit vor 18 Monaten. Vor 18 Monaten. Vor 18 Monaten, Herr Merz. So, solange der Applaus noch läuft, sage ich Ihnen, meine Zeit ist gleich abgelaufen. Wir haben einen besseren Entwurf vorgelegt als die SPD vor 18 Monaten. Ja, 5 Stunden statt 6, wir haben 6. 136 € statt 100 €. Und wir haben alle drei Kindergartenjahre zurzeit 2. Und Sie attestieren schwarz-grün, es sei ein grottiger Gesetzentwurf. Was war denn dann Ihre unterirdisch, meine sehr verehrten Damen und Herren? Kollege Bocklet, kommen Sie bitte zum Schluss. Zum Schluss, Frau Präsidentin. Unser Gesetzentwurf entlastet die Eltern, ist seriös finanziert, und die Not und die Verzweiflung in der Oppositionsseite ist so groß, dass es schon peinlich ist, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Bocklet, wenn hier irgendetwas peinlich war, dann war es der Auftritt gerade eben. Sich hier hinzustellen und sich dermaßen aufzublasen, wenn man hier jahrelang rumgelaufen ist und gesagt hat, nur reiche Leute werden begünstigt, indem man Kindergartengebühren abschafft. Nur die Reichen werden davon noch reicher. Das waren Ihre Sätze. Sie haben die einzelnen Zitate vorhin alle hören können. Das haben Sie aber nicht gut ertragen. Wissen Sie, Doppelzüngigkeit, Doppelmoral und in diesem Fall gleichzeitig gegeneinander agieren, sich hier in diesem Haus hinstellen und sagen, Beitragsbefreiung ist die schlechteste politische Lösung, wir brauchen andere, und zur selben Zeit, ohne in diesem Haus einen Satz darüber zu verlieren, zu ermitteln, wie hoch die Kita-Gebühren zurzeit sind, um zu berechnen, wie man denn zu einer Beitragsbefreiung kommen kann, ohne hier zu sagen, ja, wir denken ernsthaft darüber nach. Das ist ein doppeltes Spiel. Das ist alles andere als transparente Politik. Das ist alles andere als öffentliche Mitnahme. Das ist alles andere als das, was man machen sollte, wenn man wirklich eine gute, solidarische Politik in diesem Haus machen will. Es ging nur darum, die Regierung zu profilieren. Es ging zu keinem Zeitpunkt, und es geht auch jetzt nicht, um die Eltern in den Kitas. Nein. Und immer noch über 5.000 € Einsparung zu reden, das zeigt doch, dass es Ihnen einfach nur darum geht, so zu tun, als ob Sie die großen Gönner wären. Das hat doch auch nichts mit der Realität zu tun. Denn die Einsparung, die die Eltern jetzt tatsächlich erleben, ist ja deutlich geringer. Also verschenken Sie doch nicht irgendetwas, was vor Jahren schon eingeführt ist, hier gerade noch einmal. Auf so eine plumpe Tricks fällt doch überhaupt keiner mehr rein. Es ist überhaupt kein Problem, anzuerkennen, wenn die Regierungsfraktionen etwas machen, was Hand und Fuß hat und sinnvoll ist und den Menschen weiterführt. Das kriegen wir immer hin. Wir klatschen Beifall, wenn Sie aus unserer Sicht die richtigen Dinge tun, und wir stimmen Ihren Anträgen zu. Wenn wir, und da brauchen Sie nicht zu lachen, das ist so, das kann man nachweisen. So, von daher tut Ihnen ja eher weh, wenn wir es tun. Also, das zeigt, wir haben da einen sehr differenzierten Blick drauf. Es geht nicht darum, dass Sie hier einen Schritt in die richtige Richtung gehen, sondern es geht darum, wie Sie ihn verkauft haben und zu welchem Zeitpunkt Sie ihn gemacht haben, und dass Sie alle anderen vorher als politisch inkompetent und ignorant dargestellt haben, als Sie das tun wollten, was Sie jetzt tun. Wenn Sie es tun, ist es gut. Wenn andere es vorschlagen, ist es politischer Selbstmord, Schwachsinn und nichts zu machen. Das ist das, worüber wir uns gerade aufregen. Und so macht man einfach keine gute Politik. So macht man Selbstläufer, die niemandem gut tun. So beschädigt man die Glaubwürdigkeit von Politik, und Sie beschädigen damit auch Ihre eigene. Was sollen Ihnen denn die Leute glauben, dass Sie letztes Jahr gesagt haben, dass es nur die Reichen reicher macht? Oder sollen Sie ihnen glauben, dass Sie jetzt den Eltern etwas Gutes tun? Was sollen die Leute denn glauben? Das ist doch eine ernsthafte Frage. Es ist nur gut, dass nicht allzu viele Menschen mitkriegen, was Sie in diesem Haus hier veranstalten. Das ist einfach wirklich nur traurig. Und ich will mit der Vergangenheitsbewältigung mal aufhören und mir die Gegenwart angucken. Die Gegenwart heißt nämlich, dass Ihre eigenen Leute zurzeit rumlaufen, Land auf, Land ab, und den Bürgermeistern anraten, schnell noch die Gebühren zu erhöhen, damit Sie nämlich dann anschließen und sagen Sie jetzt nicht, das ist nicht so. Sagen Sie jetzt nicht, das ist nicht so, weil die Kommunen können wir Ihnen doch hier lang und breit aufzählen, die das gerade tun, damit Sie nämlich nachher, so wie der Minister sagt, natürlich überhaupt nicht mehr Geld nehmen können als vorher. Ja, man erhöht vorher schnell, damit man dann erst noch einmal einen höheren, Satz hat. Und dann versucht uns der Herr Minister hier zu erklären, was in dem Gesetz drinsteht. In dieser Sitzung hier, in nächtlichen Ausschusssitzungen. Auf die Nachfrage, wo das steht, kann er keine Antwort geben. Es steht nämlich nicht drin. Es steht nicht drin, was Sie hier dauernd beschreiben, wie es gemacht werden soll. Ihr Gesetz ist auch noch handwerklich schlecht gemacht. Es ist einfach traurig. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen der Fraktionen mehr. Ja. Nein, also hier liegt nichts, aber Sie haben natürlich das Wort, Herr Rock.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich sage auch gern etwas zu dem Thema ganz besonders. Ich bin schon ein bisschen über die Intensität bei der dritten Lesung bei dieser Debatte überrascht. Ich weiß nicht, Lautstärke ersetzt noch nicht zwingend ein Argument. Wenn ich das, was ich jetzt aus dem lautstarken Beitrag von Herrn Bocklet noch einmal herausgehört habe, dann haben Sie hier voller Vehemenz vorgetragen, dass die SPD in ihrem Gesetzentwurf zur Entlastung von den Gebühren ja viel weniger beantragt hat als die CDU und Sie. Die haben ja viel weniger beantragt. Das ist ja unfassbar. Beim Freibier sind Sie viel besser als die SPD. Das ist ja unglaublich. Herr Kaufmann, warum haben Sie nicht aufgeschrien und haben den typischen Satz zu den linken Anträgen und linken Gesetzentwürfen gebracht? Freibier, wer soll das bezahlen? Warum haben Sie das nicht gemacht, Herr Bocklet? Haben Sie die Argumentation mit Ihrer Fraktion abgesprochen? Ich glaube nicht. Weil eigentlich müssten Sie ja dem linken Gesetzentwurf zugestimmt haben, weil der wollte ja noch mehr Geld ausgeben als Sie. Also folgen Sie doch einmal Ihrer Logik. Nein, 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 nein. Und also auch dieser Punkt, Sie haben herausgelesen, dass die Kindergartengebühren erhöht worden sind in Hessen in den letzten Jahren. Ja, Herr Bocklet, was war denn mit dem Beuterlass? Was war denn mit dem Druck der Kommunalaufsicht auf die Kommunen, die Gebühren zu erhöhen? Das waren doch Sie. Sie können doch nicht sagen, Sie haben Druck gemacht auf die Kommunen und jetzt bringen Sie die Lösung. Also die Argumentation, also ich muss ehrlich sagen, aber gehen wir mal von diesem Argument von Ihnen weg. Und worum geht es denn heute? Es geht darum heute, dass Sie 310 Millionen € ausgeben, und zwar nicht nur das Land, sondern Sie haben auch noch sich bei den Kommunen bedient. Das vergessen Sie immer irgendwie ein bisschen zu in der Argumentation zu vergessen. Aber es sind 310 Millionen €. Und Sie entscheiden sich heute, dafür Gebühren zu senken oder abzuschaffen. Das kann man ganz sehen von der Staffel her. 310 Millionen € werden jetzt in das System der Kindertagesstätten bezahlt und ersetzen jetzt die Gebühren der Eltern. Also Sie nehmen Gebühren und ersetzen sie durch allgemeine Steuermittel. Das hat für die Kinder, die dort betreut werden, keinerlei Effekte. Keinerlei Effekte. Sie setzen 310 Millionen € ein, und es gibt keine Erzieherstunde mehr. Es gibt kein Spielzeug, es gibt nichts mehr für die pädagogischen Herausforderungen in den Kindertagesstätten. Es gibt nichts. Sie tauschen nur die Geldtöpfe aus. Das ist alles, was Sie an dieser Stelle tun. Und damit haben Sie komplett mit 310 Millionen € daneben gelegen. Und dann gibt es noch die Qualitätspauschale. Sie haben aber in Ihrem Gesetzentwurf nirgendwo die Qualität und die Verbesserung der Qualität festgeschrieben. Sondern Sie können das Geld, Sie können nicht garantieren, dass jeder Euro dieser 50 Millionen € zu zusätzlicher Qualität beiträgt. Das können Sie nicht garantieren. Sondern das gesamte Geld könnte theoretisch versickern im allgemeinen Haushalt. Könnte einfach weg sein. Für die Qualität können Sie nicht garantieren, dass Sie hier etwas Vernünftiges in Gang gesetzt haben. Und das ist anders als unsere Sichtweise. Wir hätten das Geld genommen und hätten es eins zu eins in die Qualität in den Einrichtungen und in den Kindertagesstätten zum Wohle der Kinder eingesetzt. Und das unterscheidet uns. Sie haben eine weitere familienpolitische Maßnahme finanziert. Das kann man machen. Da gibt es bestimmt auch jemanden, der freut sich darüber. Ob er sie wählt, das ist wieder die andere Frage. Aber wir hätten eine andere politische Haltung. Und das wollte ich schon einmal sehr deutlich machen. Uns wäre es mehr und eindeutig um die Zukunft der Chancen unserer Kinder gegangen. Ihnen geht es um familienpolitische Förderung. Das kann man machen, muss man nicht. Wir hätten das anders gemacht. Darum lehnen wir Ihren Gesetzentwurf ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann hat erklärt, dass er die Beiträge in Frankfurt ab August beitragsfrei stellt. Er hat es begründet damit, dass die Pauschalen, die das Land bezahlt,
so auskömmlich sind, dass die Stadt Frankfurt diesen Schritt gehen kann. Das habe ich Ihnen schon zweimal gesagt. Möglicherweise hören Sie es auch noch ein drittes Mal und möglicherweise auch noch ein viertes Mal. Es ist genauso wie das, was ich von Ihnen höre. Ich bin Herrn Kollegen Bocklet sehr dankbar, dass er noch einmal die Geschichte der Gesetzentwürfe dargestellt hat. Herr Kollege Merz hat ja gesagt, die Regierungsfraktionen wären zum Jagen getragen worden auf der Grundlage des SPD-Gesetzes. Ich glaube, es war eher umgekehrt. Doch, 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 das haben Sie schon gesagt. Das haben Sie schon gesagt. Es ist eher umgekehrt. Ich glaube, nachdem die Regierungsfraktionen vorgelegt haben, ihren Gesetzentwurf, musste die SPD noch etwas draufsetzen und hat gesagt, nicht nur drei Kindergartenjahre beitragsfrei, wir machen auch noch Leitungsfreistellung, wir machen auch noch in der Frage mittelbare pädagogische Arbeit, wir nehmen auch noch die Kindertagesstätten dazu. Und wo die über 1 Milliarde Mehrkosten herkommen sollen, haben Sie schlicht und einfach verschwiegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist eben der Unterschied. Das ist eben der Unterschied zu dem Gesetzentwurf, den die Regierungsfraktionen vorgelegt haben. Er ist solide finanziert, er ist, Frau Schott, auch solide vorbereitet worden. Natürlich muss man vorher Erhebungen machen, natürlich muss man nachfragen. Und insofern ist das ein Gesetzentwurf, der den Ansprüchen entsprechend auch genügt. Und das hat, weiß Gott, auch etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun. Weil das, was in diesem Gesetzentwurf drin steht, ist eben auch umsetzbar und ist kein Wolkenkuckucksheim, das irgendjemandem versprochen worden ist. Jetzt will ich an zwei Stellen, ohne noch einmal die gesamte Debatte zu wiederholen, doch noch einmal eingehen, was Herr Rock hier gebetsmühlenartig immer wieder sagt und was ich nach wie vor als ausgesprochen problematisch anfange. Er steht hier und sagt, mit diesem Gesetzentwurf wird es keinerlei Effekte für Kinder geben. Ich sage Ihnen, Herr Rock, jeden Euro, den eine Familie sparen kann an einer Stelle und in die Familie und in die Kinder investieren kann, kommen den Kindern zugute. Die kommen den Kindern zugute. Und den Kindern kommt auch zugute, was in der Fragestellung von Qualitätsverbesserungen rein ist. Wir setzen ja auf Maßnahmen auf, die die Qualität bisher schon bestimmt haben. Und wenn Sie sagen, da steht nichts im Gesetzentwurf drin, haben Sie nicht gelesen. Es tut mir leid, Sie haben ihn dann nicht gelesen. Um die Qualitätspauschale zu bekommen, werden die Anforderungen an die Einrichtung im Hinblick auf die Fragestellung von Fortbildung der Erzieherinnen und Erzieher und an externer Fachberatung hochgestaubt. Sie werden deutlich verbessert im Hinblick auf die Fragestellung, wie viele an Fachberatung teilnehmen müssen, wie viele sich qualifizieren müssen. Das ist Prozessqualität, nicht Strukturqualität, was der Gesetzentwurf der SPD ausmacht und der in der Anhörung an dieser Stelle schlicht und einfach dann auch durchgefallen ist, kann man ja relativ einfach sagen. Und an dieser Stelle, ich könnte Ihnen ja die Anhörung zitieren, Herr Merz. Ja, das ist ja dann halt auch wirklich selektive Wahrnehmung bei Ihnen. Da kann ich halt nichts dafür. Insofern ist dieser Regierungsentwurf heute ein Entwurf, und wenn er verabschiedet wird, etwas, was unsere Eltern unterstützt. Insofern ist es ein guter Tag in Hessen, ein guter Tag für Familien, ein guter Tag für Eltern und ein noch besserer Tag für Kinder. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Merz, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Sie haben doch nicht im Ernst erwartet, dass ich das und das da stehen lasse, oder? Das war doch nicht wirklich Ihr Ernst. Also, Herr Minister, was soll ich eigentlich mit Ihnen machen? Manchmal, was soll ich mit Ihnen machen? Es ist wirklich unglaublich, Sie haben jetzt schon wieder wiederholt, was vorgestern schon nicht gestimmt hat. Es hat eine einzige Anzuhörende, das war Frau Becker-Stoll, über die Frage der Prozessqualität gesprochen, übrigens überhaupt nicht in Bezug auf den Gesetzentwurf der SPD. Sie hat zu Recht auf die Bedeutung der Prozessqualität hingewiesen. Sie hat vergessen, darauf hinzuweisen, dass Strukturqualität die Voraussetzung für Prozessqualität ist. So viel also dazu. Punkt 2, Herr Minister. Sie haben gesagt, Ihr
unser Gesetzentwurf sei die Antwort auf Ihren gewesen. Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass das historisch die Unwahrheit ist. Wir haben im Februar letzten Jahres beschlossen, dass wir die vollständige Beitragsfreiheit unabhängig von Alter, Betreuungsart und Betreuungsdauer wollen. Wir haben gleichzeitig beschlossen, auf einem Landesparteitag einstimmig, dass wir eine Reihe von Qualitätsverbesserungen wollen. Wir haben drittens beschlossen, dass wir ein neues System der Kita-Finanzierung wollen. Das war im Februar letzten Jahres. Das ist in diesem Landtag im Februar letzten Jahres diskutiert worden. Wir haben am 31. Mai 2017, das aus dieser Sitzung habe ich zitiert, hier einen Antrag vorgelegt, der die Eckpunkte unseres Gesetzentwurfs umfasst hat. Das war die Debatte, in der der Kollege Bocklet das gesagt hat, was ich hier vorgetragen habe. Meine Frage, Herr Kollege Bocklet, war nicht, was vor 18 Monaten war, sich geändert hat. Meine Frage war, was sich zwischen dem 31. Mai 2017 und dem 31.08.2017 geändert hat. Genau gar nichts, außer dass unser Vorschlag auf dem Tisch lag und Ihre nicht. Jetzt sage ich Ihnen einmal, was der Fundament, auch das habe ich hier schon gesagt, in vielen Lesungen beider Gesetzentwürfe. Der fundamentale Unterschied zwischen der Situation 2016 Februar, als wir unseren Gesetzentwurf eingebracht haben, war erstens, wir waren auf dem Höhepunkt der Humanitätskrise im Flüchtlingsbereich. Wir hatten gerade einen Haushalt verabschiedet, und zwar in diesem Teil auch gemeinsam, der 1,6 oder 1,8 Milliarden € zusätzlich dafür mobilisiert hat. Wir hatten eine Situation, in der der Länderfinanzausgleich noch nicht in trockenen Tüchern war. Ganz anders die Situation in 2017. Da war beides anders. Es war erkennbar, dass sich die Situation im Flüchtlingsbereich entspannen würde. Es war erkennbar, dass sich die Einnahmesituation des Landes erfreulich verändern würde, weiter verändern würde. Und der Länderfinanzausgleich war im Grunde unter Dach und Fach, und die Parameter und die finanziellen Parameter waren bekannt. Vor dem Hintergrund spielt man dann ein ganz anderes Spiel. Das war das, was auf dem Tisch lag, und das hat Sie bewegt, sich zu bewegen, aber eben nicht weit genug. Ich will noch einmal sagen, der erste Gesetzentwurf, der auf dem Tisch des Hauses lag, war unserer, obwohl wir uns nicht der guten Dienste eines gesamten Apparats im Hessischen Sozialministerium versichern konnten. Ja, so ist das. So ist das. Und jetzt noch einmal, obwohl es alle diese guten Dienste ja gab. Es ist jetzt zur Finanzierung von René Rock schon etwas gesagt worden, das muss ich nicht wiederholen. Ich will noch einmal sagen, Herr Dr. Bartelt, Sie gehen immer mit den Beispielen Frankfurt, Offenbach, na, Offenbach weiß ich nicht, haben Sie nichts zu gesagt, Gießen, habe ich vorgestern schon gesagt, ja, Gießen stimmt, richtig. Und niemand hat bestritten, dass es Kommunen gibt, in denen die Beiträge unter 135,60 gelegen haben. Niemand hat das bestritten. Aber ich weise darauf hin, dass der durchschnittliche Beitrag Ü3 in Hessen bei über 200 liegt. Und das bedeutet, und wenn Sie mal ein bisschen in kommunale Gebührensatzungen gucken, das bedeutet, dass viele, und das ist, dass es auch in der Realität so ist, dass viele Kommunen genau eben oben drüber liegen. Und natürlich ist richtig, was Kollegin Schott gesagt hat, es werden viele Kommunen jetzt noch einmal sehr genau hingucken, was sie für den Ganztag nehmen und was sie für den Bereich U3 nehmen, um sich schadlos zu halten für das Defizit, das ihnen angesichts dieser Situation wahrscheinlich beschert werden wird. Und da können Sie von mir aus noch zehnmal den Peter Feldmann zitieren. Es wird an der Situation an einer Gemeinde, sagen wir einmal im Schwalm-Eder-Kreis oder im Odenwald oder an der Bergstraße oder in Ginsheim-Gustavsburg, um das Beispiel noch einmal zu nehmen, nicht sehr viel ändern. Nicht sehr viel ändern. Und es ändert, es beißt die Maus keinen Faden daran ab, dass bei 155 Millionen € zusätzlicher Zweckbindung im Kommunalen Finanzausgleich allen Kommunen ausrechenbar Geld fehlen wird, das sie für andere Zwecke benutzt haben würden. Daran beißt die Maus überhaupt keinen Faden ab. Da kann man doch nicht, kann man nicht drüber wegdiskutieren. Ja, und ich weiß, warum Sie das gemacht haben, weil Sie die Konnexität, das ist alles geschenkt. Jetzt, Herr Minister, wüsste ich, weil es ja einen Sinn hatte, diese dritte Lesung zu machen. Jetzt wüsste ich gerne noch einmal, wie das eigentlich mit den 6 Stunden und den bis zu 6 Stunden ist. Ja, Kollege Merz, Sie müssen zum Schluss kommen. Weil Sie das in der Ausschusssitzung nicht erklärt haben, beziehungsweise Sie haben es so lang erklärt,
und immer wieder darauf beharrt, es stünde angeblich in der Begründung. Aber Sie haben uns nicht erklären können, wo in der Begründung all das steht, was Sie gesagt haben, dass dort stehen würde. Das wüssten wir gerne, weil das in der Tat eine nicht ganz wichtige Frage für Kommunen und auch für Eltern ist. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Herr Minister Grüttner, manchmal fragt man sich, was man hier die ganze Zeit sagt und wie es bei den Leuten ankommt. Aber die Erfahrung ist, man muss ganz oft sagen, damit vielleicht etwas ankommt. Ich habe Ihnen zugestanden, dass die politische Maßnahme, die Sie womöglich, hört man so, aus wahlkampftaktischen Gründen getroffen haben und Ihr Verhalten, das Sie vorher hier dokumentiert haben im Landtag, weist ja schon auf diese Linie hin, dass diese Maßnahme eine familienpolitische Entlastungsmaßnahme ist. Habe ich doch hier gesagt. Dass Kinder zur Familie gehören, ist doch klar. Und dass jemand, der mehr Geld hat, mit dem Kind ein Buch kaufen kann, Eis essen gehen, Urlaub fahren kann, ist klar. Aber Sie müssen doch endlich einmal meine Argumentation nachvollziehen. 92% der hessischen Kinder gehen in Kindertagesstätten. Davon gehen 60%, Tendenz steigend, ganztags in Tagesstätten. Dadurch hat sich das Nutzungsverhalten in den letzten Jahren deutlich verändert. Daraus resultiert eine Verantwortung. Eine Verantwortung der Kommunen, des Landes und des Bundes, zu überlegen, was muss man tun, wenn die Kinder so lange in diesen Einrichtungen sind. Wie kann man die Qualität verbessern? Und das, was sie tun, kommt den Kindern in diesen 7 bis 10 Stunden in den Einrichtungen nicht zugute. Und das ist definitiv so. Und das ist mein Argument an dieser Stelle. Und diese Qualitätspauschale. Wenn Sie heute eine Kommune haben, die gute Fortbildung finanziert hat, und Sie sagen jetzt, Sie geben Geld in den Topf, dann kann die Kommune sagen, ich habe doch schon so viel bezahlt, das verrechne ich mit meinen bisherigen Ausgaben. Und darum wird es keine zusätzliche Qualität geben. Sie können es zumindest nicht garantieren, weil Sie keine Standards wirklich festgeschrieben haben. Und darum bleibe ich bei meinen Aussagen und habe nichts zurückzunehmen. Und Sie sollten einmal über meine Worte in Ruhe nachdenken. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt spricht Kollege Bocklet, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, was hat sich getan, war die rhetorische Frage. Und die ernste Antwort darauf ist, dass es tatsächlich einen Länderfinanzausgleich gab, der uns in Höhe rund, korrigieren Sie mich, über 500 Millionen €. Und die Ergebnisse des Evaluationsberichts über die hohe Erhöhung der Gemeinden bei den Elternbeiträgen, das Ganze hat eine Situation tatsächlich verändert. Sie hat finanzpolitische Spielräume geschaffen. Sie rühren wieder die ganze Zeit dazwischen. Dann dürfen Sie sich aber auch nicht beschweren, wenn ich laut werde, Herr Genosse Merz. Also jetzt bleiben wir einmal bei der Frage, was Sie beantragt haben und in welcher Situation Sie sich wie heute hier verhalten. Wir haben die Drucksache 19/3067. Die wurde zuletzt verhandelt im September 2016. Das ist 19 Monate her. Und da heißt es in dem Gesetzentwurf der SPD, wir wollen, dass es eine Beitragsfreistellung gibt bis zu 5 Stunden. Wir wollen, dass dafür die Gemeinden jährlich bis zu 1.200 durch 12, das schaffe ich gerade noch, also pro Monat 100 € bekommen. Und Sie wollen das machen nur für das zweite Kindergartenjahr. Das sind drei wesentliche Eckpunkte Ihres Gesetzentwurfs von vor 19 Monaten. Das war Herr Schäfer-Gümbel in erster Lesung im Februar. Ich habe das auch nachgelesen, Herr Merz, ich kann das auch. Wir haben im Februar 2016 Schäfer-Gümbel durfte es direkt einbringen als Chefsache. Sie haben dann später bis in den September hinein dazu geredet. Und zum Schluss haben wir darüber geredet, im September 2016. Und wir haben festgestellt, die SPD möchte 100 € für 5 Stunden. Das war damals noch kein sozialpolitischer Skandal.
Das war noch kein Untergang des Abendlandes. Es hat die Gemeinden noch nicht an den Abgrund jeglicher Handlungsfähigkeiten gebracht. Und sie wollten es nur für das zweite Kindergartenjahr. Wir inspiriert natürlich, was kann man in dieser Systemlogik machen, und stellen fest, 5 Stunden sind nicht genug. Wir wollen 6 Stunden fördern. Und wir sagen auch 100 Euro durch die Klagen der kommunalen Spitzenverbände werden nicht reichen, haben es hochgerechnet auf 136 Euro. Und wir sind auch der Meinung, gleich das erste und zweite Kindergartenjahr mitzumachen. Dadurch entsteht eine einheitliche Beitragsentlastung. Und das Ganze legen wir vor, und ich kann es gar nicht anders ausdrücken, dass die Empörung, ich habe diese Pressemitteilung der SPD ja gesammelt, was da alles für Wortwahlen war, vom Murks, von grottig, unterirdisch, was die Schwarz-Grünen da vorgelegt haben. Und das müssen Sie sich heute anhören, wenn wir 18 Monate später ein deutlich verbessertes Gesetz vorlegen als das, was Sie noch vor 18 Monaten vorgelegt haben. Dann muss das eine Verbesserung sein, und Sie sollten die Größe haben, dem zuzustimmen. So, und jetzt, wir brauchen nicht die kreisfreien Städte. Die machen allein schon deshalb einen Riesenschnitt, weil sie über die Einsparung der wirtschaftlichen Jugendhilfe Millionen einsparen werden. Aber auch die Kreise sparen über die wirtschaftliche Jugendhilfe ein. Was ist das? Weil wir bezahlen für 100% aller gemeldeten Kinder diese 136 Euro. Für alle gemeldeten Kinder. Und wenn die Eltern bisher keine Beiträge hatten, weil sie beispielsweise Sozialhilfeempfänger waren, dann haben die Kreise das erstattet. Diese Ersparnisse für die Kreise wird es auch noch on top geben. Das heißt, viele Kreise werden 500.000, 600.000, Vogelsberg zuletzt, werden Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen noch einmal dafür einsparen, dass sie von den wirtschaftlichen Jugendhilfe entlastet worden sind. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Die Gemeinden, die bisher bekommen 100% aller gemeldeten Kinder. Sie bekommen dafür den Zuschuss. Und wir wissen um die Betreuungsquote von 92% oder 93%. Auch hier wird noch einmal ein Schnitt gemacht. Und ich habe Ihnen jetzt, weil Sie gesagt haben, nur kreisfreie Städte, ich habe jetzt eine Vorlage mitgenommen aus Waldeck-Frankenberg. Korbach hatte 105 Euro, Frankenberg 100 Euro. Twistetal 125, Edertal 125. Ich bin viel getourt. Viele, viele Gemeinden liegen drunter. Es gibt auch welche, die drüber liegen. Aber da habe ich gesagt, so ist es wie eben beschrieben. Sie haben nur 92% Betreuung, oder Sie können Entlastung darüber bekommen, dass Sie mit den Kreisumlagen noch etwas gesenkt wird. Und am Ende sagen Sie, Ihr letztes finanzpolitisches Argument war, wir greifen mit den 155 Millionen Euro eigentlich den Kommunen in die Tasche. Sie meinen damit, dass dieses Geld aus dem kommunalen Finanzausgleich kommt. Was Sie aber verschweigen, ist, dass im letzten Jahr der kommunale Finanzausgleich um 386 Millionen auf 4,7 Milliarden Euro angehoben wurde. Damit kann es nicht sein. Wenn man den kommunalen Finanzausgleich von 4,3 auf 4,7 Milliarden erhöht, kann es nicht sein, dass, wenn man 155 Millionen davon zweckbindet, dass den Kommunen danach weniger übrig bleibt. Und wenn Sie der Meinung sind, das war immer noch nicht genug, Ihre Rede kennen wir ja nur zum Auswendiglernen. Es wurde in 2019, sagt mir der Kollege Kaufmann, wird der kommunale Finanzausgleich auf 5 Milliarden Euro erhöht sein. Es kann nicht sein, dass die Kommunen in 2019 weniger Geld haben als vor der Einführung der Kinderbeitragsfreiheit. Das ist Unfug, und der Gesetz ist auch richtig in diesem Zusammenhang. Ich danke Ihnen. Das Wort hat Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, vielleicht auch noch ein paar Anmerkungen zu der munteren Debatte. Ich fange vielleicht an bei den Ausführungen von Herrn Rock, die mich jetzt in der Tat etwas irritiert haben. Weil sonst haben wir von der FDP ja immer gehört, dass man unbedingt die Menschen mehr netto vom Brutto brauchen und dass die Menschen eigentlich am besten wissen, wie sie das Geld ausgeben. Und jetzt, wenn es darum geht, Familien zu entlasten und diese Beiträge eben leider nicht vollständig, aber zum Teil gebührenfrei zu machen, sagen Sie, das Geld wäre doch viel besser in der Betreuung angelegt. Das finde ich ein bisschen merkwürdige Diskussion, ein bisschen merkwürdige Aussage immerhin von der FDP. Von daher von uns noch einmal ganz deutlich, wir wollen eine vollständige Beitragsbefreiung, und zwar nicht nur 6 Stunden. Wir haben keine 30-Stunden-Woche in Hessen, sondern die Menschen arbeiten in der Regel länger. Und deswegen brauchen wir auch eine vollständige Übernahme
Deswegen brauchen wir eine vollständige Freistellung auch der Betreuungsgebühren, meine Damen und Herren. Und ich will auch noch eins sagen, weil die Regierungsfraktionen, auch der Herr Minister, ja jetzt noch einmal mehrfach auf Frankfurt angesprochen haben und Kommunen, die jetzt angekündigt haben, dass sie die Betreuung komplett beitragsfrei machen können. Ich meine, das Problem, und das ist ja das Wesen von Durchschnittssätzen und Durchschnittsbeiträgen, ist ja, dass die einen drüber und die anderen drunter liegen. Also, das ist ja das Wesen von Durchschnitt. Von daher mag es Kommunen geben, die es beitragsfrei machen können, aber es gibt eben auch Kommunen, die draufzahlen werden. Und die müssen sich jetzt überlegen, wo sie das Geld herbekommen, meine Damen und Herren. Und das einfach wegzureden und dann auf die anderen Kommunen zu verweisen, die eben unter dem Durchschnitt liegen, das ist doch ein bisschen Hanebüchen. Und diese Frage wird sich jetzt in vielen Kommunen stellen, nämlich, wo nehmen Sie das Geld her? Und das haben Sie leider, dieses Problem haben Sie leider mal wieder komplett an die Kommunen verschoben, anstatt sich selber darum zu kümmern. Sie feiern sich dafür, und einige Kommunen haben damit ein wirkliches Problem, meine Damen und Herren. Und dann, weil ja jetzt viel über die Historie gesprochen wird, und ich habe mich auch deshalb gemeldet, dass im Plenarprotokoll auch noch einmal die historische Wahrheit ist, dass ja der erste Gesetzentwurf, wie Sie alle wissen, von der Fraktion DIE LINKE eingebracht wurde. Aber sei es drum, wir sind ja der Meinung, wir können ja auch andere Gesetzentwürfe unterstützen, wenn da etwas Vernünftiges drinsteht. Aber den ersten Gesetzentwurf dazu haben wir eingebracht. Aber da verstehe ich die Debatte wirklich nicht so ganz. In der Tat, die SPD hat vor einiger Zeit einen Gesetzentwurf eingebracht, der nicht so weitgehend war wie das, was Sie heute beschließen. Den haben wir damals auch kritisiert, weil er uns nicht weitgehend genug war. Nur wir haben ihn kritisiert, weil er nicht weitgehend genug war. Sie haben ihn kritisiert, weil er viel zu weitgehend war. Und ich meine, das ist schon ein bisschen absurd, dass die SPD einen eher moderaten Gesetzentwurf als vielleicht einen Einstieg gedacht eingebracht hat und Sie sich hier hingestellt haben und gesagt haben, das ist überhaupt nicht völlig unbezahlbar, was die SPD vorschlägt, völlig unmöglich. Sie haben nicht gesagt, lassen Sie uns doch einmal die LFA-Verhandlungen abwarten, lassen Sie sich doch mal ab, warten wir doch mal ab, wie die Finanzierungssituation, wie die Situation sich entwickelt. Ist ja eigentlich eine gute Idee, lass uns doch mal gucken, wie wir da vorankommen. Haben Sie nicht gesagt. Sie haben den Gesetzentwurf komplett zerrissen, und Sie haben sogar die Idee zerrissen, indem Sie gesagt haben, was ist denn das für ein Unsinn, Sie entlasten doch hier nur die Reichen. Das war Ihre Argumentation. Das war Ihre Argumentation. Wissen Sie, Herr Bocklet, wenn Sie gesagt haben, seien Sie doch nicht so aufgeregt, das ist ja, ja, ich merke es, Sie sind ja, gegen Sie ist unser HB-Männchen Belino ja wirklich die Ruhe selbst gegen Sie heute, merke ich ja schon. Ja. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, wie hier erzählt wurde, uns erzählt wurde, der SPD erzählt wurde, dass als uns erzählt wurde, der SPD erzählt wurde, dass das alles überhaupt nicht finanzierbar ist. Und deswegen finde ich die Debatte schon berechtigt, dass zu dem Zeitpunkt Sie ja auch hätten sagen können, das ist eine vernünftige Idee, da kann man schauen, wie man das anpackt, da kann man schauen, was die LFA-Verhandlungen bringen. Haben Sie alles nicht gesagt. Und jetzt haben wir eine Situation, wo die und jetzt haben Sie eine Situation, wo Schwarz-Grün jetzt so tut, als hätten Sie hier die Kita-Gebühren abgeschafft, was Sie nicht vollständig tun, das muss man immer wieder sagen, und die eben die Kommune mit einem großen Teil des Problems jetzt einfach alleine lassen. Und deswegen finde ich, dass diese ganze Debatte nicht gerade eine Werbung ist, wie wir im Haus hier miteinander arbeiten. Wenn Gesetzentwürfe eingebracht werden, die Vernünftiges vorschlagen, muss man sie nicht zerreißen, um dann zwei Jahre später etwas Ähnliches selber einzubringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann lasse ich über den Gesetzentwurf zu Tagesordnungspunkt 94 abstimmen. Wer seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von SPD, FDP, der LINKEN und der Abg. Öztürk. Damit ist dieser Gesetzentwurf in dritter Lesung angenommen und zum Gesetz erhoben.
kommt wieder ran. Das ist ja schlimmer, als wenn Frau Merkel gewählt wird. Das Mikro ist weg.